Moin zusammen, ich habe mal wieder was für euch gebastelt und zwar diese wunderbare kleine Holzkiste mit einem sehr merkwürdigen Deckel und was es mit dieser Kiste auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Also, lasst uns anfangen. Zuerst wie bei vielen meinen Projekten musste ich das Material herrichten. Ich habe hier Holz aus einer Palette verwendet. Im zweiten Schritt habe ich einen Falz an die Kanten der beiden Teile geschnitten. Ich musste mit dem Simshobel den Falz nacharbeiten, da ich mich beim Einstellen der Säge leicht vertan habe. Danach säge ich mit meiner Popsonsäge Gärungen an die Stücke. Dieses klappt erstaunlich gut. Was ich beinahe vergessen hätte, ist eine Nut für den Boden hineinzusägen. Als Boden nutze ich 3 mm Pappelsperrholz. Passt. Jetzt wird Maß genommen und alle Teile werden zurechtgeschnitten. Das geht mit dem Schiebeanschlag der kleinen Proxon-Säge sehr genau.
noch fix den Boden anzeichnen und zuschneiden. Die einen oder anderen werden es sicher schon erraten haben, was ich hier baue. Es ist eine Schärfstation. Der Clou ist hier der plane Granitstein. Mit Schleifpapier bis Korn 6000 lassen sich hervorragende Schärfergebnisse erzielen. Das Projekt ist ideal für Anfänger, einfach nachzubauen und kostengünstig. Den Granitstein habe ich im Baumarkt in der Gartenabteilung gekauft.
Mit diesem einfachen System könnt ihr eure Handwerkzeuge wie Stech- und Hobeleisen sehr kostengünstig nachschärfen. Nach getaner Arbeit bietet euch die Schachtel Stauraum, um Schleifpapier und Schleifmittel zu verstauen.